willkommen zum ersten Vortragsslot nach der Keynote. Und zwar in diesem Raum geht es jetzt um Datenanalyse mit Python. Unser Referent ist Gerd Ludwig Ingold. Gerd Ludwig Ingold ist Professor für Physik an der Universität Augsburg, macht da oder hat zumindest in der Vergangenheit auch viele Jahre Python-Vorlesungen gegeben und wird jetzt ein bisschen was über Pandas erzählen. Ja, vielen Dank, Michael, für die Einführung. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie so zahlreich da sind. Ich hoffe, dass nach den ersten paar Worten, wenn ich ein bisschen erzähle, um was es heute gehen soll, dann auch noch so viele da sind. Wenn Sie das Gefühl haben, naja, das war doch nicht das Richtige, es gibt was anderes, was interessanter ist, bin ich auch nicht böse, wenn jemand sagt, na, da gehe ich doch lieber woanders hin. Aber ich hoffe natürlich, dass viele von Ihnen hier bleiben. Um was soll es gehen? Naja, bei Datenanalyse ist es ja zunächst mal so, man denkt da vielleicht an Tabellenkalkulation und irgendwie ist Tabellenkalkulation was, da denkt man sofort an Excel. Ja, da ist man in der Windows-Welt und hier sind wir auf dem Linux-Infotag. Es gibt natürlich, Herr Knopper hat es ja gerade schon sehr schön diskutiert, hier natürlich auch offene Alternativen, die schon erwähnt wurden, sowas wie LibreOffice, was dann eben auch erlaubt, mit so einem Spreadsheet irgendwie Daten zu verarbeiten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich meine, ich stelle mich vielleicht manchmal einfach ein bisschen dusselig an, wenn ich mit der Maus dann auf diesem Spreadsheet rumfahre und irgendwo mal falsch klicke, dann ändern sich plötzlich Dinge. Und das wollen Sie natürlich überhaupt nicht haben. In einem Datensatz, der vielleicht ein bisschen größer ist, dass da irgendwo Fehler passieren, weil Sie unbedacht an irgendeine Stelle geklickt haben. Und an der Stelle ist es mir einfach lieber zu sagen, okay, ich nehme einen Datensatz, ich importiere diesen Datensatz in ein Programm oder hier, werden Sie nachher noch genauer sehen, in ein sogenanntes Jupyter Notebook und versuche dort diesen Datensatz zu analysieren. Ja, und darum soll es heute ein bisschen gehen. Ich möchte Ihnen jetzt hier nicht eine systematische Einführung geben, sondern Ihnen eigentlich mehr durch Analyse von zwei Datensätzen ein bisschen Lust drauf machen, selber vielleicht mal Datensätze auch zu analysieren. Gut, also in der Windows-Welt, da haben wir natürlich Excel und Excel ist irgendwie das Synonym für Tabellenkalkulation, aber man sollte nicht vergessen, dass in der Linux-Welt und natürlich, wir reden über offene Software, diesen Bauplan, den kann man natürlich genauso in der Windows, in der Mac-Welt verwenden. Also auch darüber hinaus haben wir LibreOffice und Sie können im Prinzip zum Beispiel in LibreOffice durchaus mit Basic oder Python programmieren. Allerdings, was Sie damit schlechter machen können, ist zum Beispiel eine explorative Analyse. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Datensatz und wollen da schrittweise gucken, was ist denn in dem Datensatz drin, was kann ich mir angucken. Dann wollen Sie nicht ein Makro im Hintergrund schreiben, sondern Sie wollen eine Umgebung haben, in der Sie schrittweise die Daten angucken können, vielleicht Ihre Auswertung anpassen, insbesondere auch Ihren ganzen Workflow dokumentieren. Und das geht mit den Jupyter Notebooks, die ich hier verwende und die ich Ihnen übrigens, das hatte ich vergessen zu sagen, die ich Ihnen auch auf GitHub hier zu diesem Vortrag zur Verfügung stelle. Also Sie können das gern dann hinterher auch auf GitHub runterladen. Gut, was ich also hier machen möchte, ist Datenanalyse unabhängig von einem Tabellenkalkulationsprogramm. Wir werden dafür eine Bibliothek verwenden, die sogenannte Pandas-Bibliothek. Und außerdem, diejenigen, die Jupyter Notebooks kennen, erkennen vielleicht hier noch nicht das Jupyter Notebook, was hier in Wirklichkeit dahinter ist. Ich werde Ihnen das gleich noch zeigen. Also wir verwenden zusätzlich sogenannte Jupyter Notebooks zur Entwicklung des Workflows und oder zur Dokumentation der Datenanalyse. Und Pandas zusammen mit Jupyter Notebooks ist quasi so eine Art Dreamteam. Also gerade diese Jupyter Notebooks sind ganz massiv im Einsatz für Datenanalyse. Und wenn man sich überlegt, so eine Bibliothek zu verwenden, wie jetzt eben Pandas, dann fragt man sich vielleicht auch, gibt es da Anwendungen, also die professionellen Leute, nutzen die tatsächlich auch Pandas? Ist das was, was ich jetzt auch benutzen möchte, wo ich Zeit investieren möchte, das zu verstehen?
Naja, da gibt es Anwendungen, zum Beispiel in der Finanzindustrie, nur die sind dann wiederum typischerweise nicht öffentlich, da kann ich Ihnen jetzt kein Beispiel zeigen. Deswegen zeige ich Ihnen ein Beispiel, so mehr aus meinem Gebiet im weiteren Sinne, nämlich aus der Physik. Dieses Bild ist vor ein paar Jahren durch die Medien gegangen, Sie erinnern sich vielleicht, das Bild eines schwarzen Loches, naja, das schwarze Loch sehen Sie nicht wirklich, sondern mehr die Materie drumherum. Darum soll es hier gar nicht gehen, sondern was ich Ihnen an der Stelle zeigen möchte, ist, da wird natürlich für so ein Projekt hier jede Menge Software verwendet, ganze Liste von Paketen, und darunter sind eben auch Pakete, über die es heute gehen soll, natürlich allen voran Pandas, dann Jupyter, das Jupyter Notebook, in dem diese Präsentation hier läuft. Das ist also Jupyter, Matplotlib werden wir zum Darstellen von Grafiken verwenden und NumPy ist zumindest früher, und die Spuren sieht man heute auch immer noch ganz massiv für Pandas eine Grundlage gewesen. Und Sie sehen also, diese Software, über die ich hier rede, die wird also in einem professionellen Umfeld auch benutzt. Jetzt würde ich aber bloß, damit ich so ein bisschen eine Vorstellung davon habe, was Ihr Hintergrund ist, vielleicht kurz fragen, wer von Ihnen hat schon mal mit Python programmiert? Ja, jede Menge. Ich glaube, diejenigen, die noch nicht Python programmiert haben, werden mit dem bisschen Code, was ich zeigen werde, wahrscheinlich auch gut klarkommen. Wenn Sie kurze Zwischenfragen haben, weil ich was nicht gut genug erkläre, melden Sie sich kurz. Dann können wir vielleicht am Ende nachher eine Anwendung nicht zeigen, das ist aber nicht schlimm. Hauptsache ist, dass Sie mir nicht verloren gehen. Wer kennt Jupyter Notebooks? Also doch einige. Also werden gleich nochmal in diese Jupyter Notebook Ansicht gehen. Wem sagt NumPy was? Doch auch immerhin ein paar. Da gibt es an ein paar Stellen, werde ich Bemerkungen machen, wo ein Hintergrund bei NumPy dann ein bisschen hilft, zu verstehen, um was es da geht. Gut, dann legen wir los. Pandas, wo finde ich Dokumentation? Hier auf dieser Webseite pandas.pydata.org. Da gibt es also eine sehr ausführliche Dokumentation der API. Da finden Sie auch ein Tutorial. Also das ist sicher eine sehr gute Anlaufstelle. Und ansonsten ist auch sowas wie Stack Overflow, wenn Sie konkrete Fragen haben, immer natürlich eine wunderbare Anlaufstelle. Sie können Pandas als Paket direkt in Ihre zum Beispiel Ubuntu, es gibt natürlich viele Linux-Distributionen, ich nenne hier mal die Debian-Welt mit Ubuntu, gibt es dieses Paket Python 3 Pandas. Wenn Sie stärker im wissenschaftlichen Umfeld mit Python arbeiten, empfiehlt es sich vielleicht eine eigene Distribution zu installieren, zum Beispiel die Anaconda, die enthält das Pandas, oder Sie können Pandas auch in einer virtuellen Umgebung installieren mit pip install pandas. Und dann können Sie im Prinzip loslegen. Ja, und wir sind jetzt hier tatsächlich in einem Jupyter Notebook. Diejenigen, die Jupyter Notebooks kennen, die sehen hier die Zellen. In Wirklichkeit im Hintergrund sieht es dann eben irgendwie so aus in meinem Browser. Da habe ich praktisch solche Code-Zellen. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu klein, dass Sie es hinten noch lesen können. Wenn Sie nachher während der Präsentation hinten was nicht lesen können, melden Sie sich bitte, dann kann ich es einfach größer machen. Manchmal ist der Output nur etwas länger. Und diese Zellen, die kann man jetzt eben ausführen und damit also den Python-Code ausführen und dann mit dem Datensatz, den wir gleich laden werden, dann auch was machen. Also normalerweise würden Sie ja auf dieser Oberfläche in einem Jupyter-Notebook arbeiten, aber für die Zwecke der Präsentation mache ich das jetzt hier doch so. Und diese Zellen können wir jetzt ausführen. Also zunächst mal muss man einfach die Bibliotheken importieren, die wir brauchen. Das ist Pandas. Typischerweise wird das als PD abgekürzt, um einfach nicht so viel tippen zu müssen. Wir werden NumPy an einer Stelle brauchen. Das importieren wir hier als NP. Zum Plotten Matplotlib als PLT und Daytime, weil wir nachher auch Tage, Zeiten als Datensatzelemente haben werden. Ich führe also jetzt einfach mal diese beiden Zellen hier aus
und damit haben wir das Pandas zur Verfügung. Und jetzt kommen wir zu den Daten. Im Prinzip ist es, wenn wir hier viel über Open Source Software reden, das ist sozusagen ein Gebiet, wo man versucht, Dinge frei zugänglich zu machen. Und es gibt inzwischen eine Bewegung im Bereich Open Science, wo wissenschaftliche Daten verfügbar gemacht werden sollen und auch generell Open Data, wo zum Beispiel auch Verwaltungen versuchen, Daten zugänglich zu machen. Also Sie können zum Beispiel in München, auf den Seiten der Stadt München, können Sie von irgendwelchen Zählern, die zählen, wie viele Radfahrer da an einer bestimmten Stelle in einem gewissen Zeitintervall durchfahren, können Sie Daten bekommen und können die auswerten. Und ich habe für die Zwecke heute hier mal Daten der Deutschen Bahn rausgesucht. Die Deutsche Bahn betreibt ein Open Data Portal. Und was wir machen werden, ist, wir werden Daten über eine Passagierzählung im S-Bahn-System in Hamburg 2016, 2017 hier versuchen, ein bisschen auszuwerten. Es gibt keine Daten für München, sonst hätte ich natürlich München genommen. Aber manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn man kein Vorwissen hat. Ich weiß nicht, ob hier jemand aus Hamburg kommt und das Hamburger S-Bahn-System gut kennt. Wenn nicht, dann gehen wir sozusagen blind in die Daten. Also die Daten können sich im Prinzip runterladen. Das sind irgendwie so 33 Megabyte. Und die versuchen wir ein bisschen zu analysieren. Gut, und als erstes gucken wir uns einfach mal an, wie die Daten so aussehen. Das ist eine CSV-Datei, Comma Separated Values, was ein irreführender Name ist, denn wenn wir uns diesen Datensatz angucken, dann sehen wir diese einzelnen Einträge, die sind hier durch Strichpunkte getrennt. Ja, also Comma Separated Value kann alles Mögliche sein, deswegen müssen wir uns mal kurz angucken, wie diese Daten wirklich aussehen. Sehen hier also Spalten, hier ist zum Beispiel die Zugnummer, dann kommt Strichpunkt, dann kommt die Station, Strichpunkt, wie viele Leute sind eingestiegen an diesem Halt, wie viele sind ausgestiegen, wann ist der Zug angekommen, wann ist er wieder abgefahren, DS100, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, und dann die Kurzbezeichnung der entsprechenden S-Bahn. Was Sie auch sehen, ist, dass es hier so komische Zeichen gibt. Und das ist immer so ein Hinweis, dass das Encoding, also die Art, wie Sonderzeichen kodiert sind, hier nicht richtig ist. Das liegt einfach daran, dass hier standardmäßig Unicode angezeigt wird. Und ja, leider sind die Daten nicht in Unicode kodiert, sondern in einem anderen Datensatz, in einem anderen Datenformat, nämlich ISO 8859. Es gibt also ein paar Dinge, auf die wir jetzt hier achten müssen, wenn wir die Daten einlesen. Also Spalten sind durch Strichpunkte getrennt. Das Encoding ist nicht UTF-8, sondern ISO 8859. Was dann auffällt, die Einsteiger und Aussteiger, die sind so als Gleitkommazahlen kodiert. Das wollen wir nachher natürlich nicht haben, denn bei uns steigen nur ganze Passagiere ein, nicht halbe Passagiere. Ja. Außerdem haben wir hier dummerweise ein Komma und keinen Punkt, keinen Dezimalpunkt. Die Ausgabe des Datums hier ist einfach nur eine Zeichenkette. Das müssen wir noch in ein Daten- und Zeitformat umwandeln. Und dann haben wir diese DS100, die eine gewisse Rolle spielen wird. DS100 ist die Druckschrift 100, das historisch bei der Bahn das Betriebsstellenverzeichnis. Ja, das gibt also an, was das hier für eine Haltestelle ist. Das ist eine Kurzversion, und zwar deswegen, weil der Datensatz nur für Hamburg gedacht ist. Da müssen wir nachher, weil wir nachher noch Haltestellendaten dazufügen werden von einem weiteren Datensatz, müssen wir noch ein A davor schreiben für Hamburg oder Altona. Ja, also in Wirklichkeit haben alle diese Abkürzungen hier noch ein führendes A, wenn wir bundesweit denken. Gut, dann können wir aber jetzt erstmal den Datensatz einlesen. Der liegt also in dieser Datei Passagierzahlen. Wir haben diesen Separator, Strichpunkt haben wir gesagt, Dezimal haben wir das Komma, das Encoding ist ISO 8859. Dann Einsteiger und Aussteiger wollen wir als Integers haben. Und wir haben zwei Spalten mit Daten in diesem Format, Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde.
Und damit können wir jetzt einfach diesen Datensatz mal einlesen. Grundsätzlich, wenn Sie andere Datenformate haben, JSON, HDR5, was auch immer, Pandas kann Ihnen alle möglichen Datenformate einlesen. Und Sie müssen auch nicht immer alle diese Details angeben. Also unter gewissen Umständen wird eine Python-Bibliothek benutzt, die auch einfach erraten kann, was hier die geeigneten Parameter sind. Gut, wir lesen den Datensatz ein und gucken ihn uns gleich mal an. Sie haben gesehen, das dauert einen kleinen Moment. Das sind immerhin auch 600.000 Zeilen, also ein relativ großer Datensatz mit 8 Spalten. Hier werden die ersten paar Zeilen und die letzten paar Zeilen angegeben. Sie sehen also hier einen Index. Dieser Index ist einfach numerisch. Pandas unterstützt auch andere Indizes, Sie können da auch Namen vergeben oder so. Die Zugnummer, Station, wie viele Leute sind ein- und ausgestiegen, Ankunft, Abfahrt, das Betriebsstellensiegel und die Kurzbezeichnung der S-Bahn. Und mit diesen Daten wollen wir zunächst mal arbeiten. Und als erstes gucken wir uns einfach mal an, was haben wir denn für Stationen. Und da gibt es die Möglichkeit zu sagen, also diejenigen, die Python kennen, da hat man jetzt hier einfach praktisch diesen Index und anstatt hier eine Zahl einzugeben oder ein Slice, also einen gewissen Bereich, kann ich hier einfach den entsprechenden Header, also die Überschrift dieser Spalte angeben, zum Beispiel Station. Und das ist natürlich viel besser, als die entsprechende Nummer anzugeben, das könnte ich auch machen. Aber Spalte 5 sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich nichts, außer Sie haben sehr genau aufgepasst. Also es ist natürlich viel besser, diesen Namen zu verwenden. Alternativ kann ich den auch als Attribut verwenden, mit so einer Punktnotation. Also da hätte ich jetzt zum Beispiel diese Stationen, es werden wieder die oberen paar und die unteren, die letzten paar hier angezeigt. Und genauso, wenn ich das als Attribut mache, kann ich da zumindest schon mal zum Beispiel die verschiedenen S-Bahn-Stationen hier rausholen. So, an der Stelle vielleicht kurz, gehen wir nochmal kurz zurück, wir hatten diesen Datensatz unter dem Namen DF hier abgelegt und wir gucken uns mal gerade an, warum ich das DF genannt habe. Das liegt einfach daran, dass der Datentyp von dieser Tabelle eben ein sogenanntes Data Frame ist. Deswegen habe ich der Abkürzung halber einfach DF genommen, werden später andere Namen verwenden. Aber sowas, also so ein Spreadsheet, das ist in Pandasprache ein Data Frame. Es gibt aber auch noch, wenn ich jetzt eine Spalte nehme, hier in diesem Fall diese DS100-Bezeichnung, gibt es eine Series. Eine Series ist einfach eine Spalte aus Ihrem Datensatz. Ja, wir haben also diesen zweidimensionalen Datensatz, das Spreadsheet oder eine Spalte. Aber wir können natürlich auch kleinere Bereiche adressieren. Auch das geht, werden wir später auch noch machen. Ja, also das sind so die grundsätzlichen zwei Objekte, mit denen man es hier in Pandas zu tun hat. So, jetzt können wir als allererstes einfach mal uns ein paar Informationen über diesen Datensatz ausgeben lassen mit DF-Info. Da sehen wir, wir haben eben Data Frame, wir haben Indizes, die von 0 bis 610.669 gehen, also 610.670 Datensätze haben wir hier zur Verfügung. Davon gibt es zwei, die sind Integer, Einsteiger und Aussteiger. Das waren ursprünglich Gleitkommazahlen, die haben wir ja beim Einlesen umgewandelt. Wir haben die Ankunftszeit und die Abfahrtszeit. Und dann haben wir hier so ein paar Einträge, die de facto Zeichenketten sind, die hier im Hintergrund als ein Object-Datentyp abgespeichert sind. Wir reden hier über 37 Megabyte, also nicht ganz kleiner Datensatz. Wir können so ein Data Frame natürlich auch fragen, was sind denn die Spaltenüberschriften? Das kann ja manchmal nützlich sein. Also wir haben vor ein paar Jahren für die Deutsche Physikalische Gesellschaft eine Umfrage gemacht über Doktoranden in der Physik, also eine größere Studie. Und das war natürlich im Prinzip auch so ein Spreadsheet mit
2.500 Zeilen und Sie sehen es an dem Umfang, wahnsinnig vielen Spalten. Das wollen Sie nicht auf dem Bildschirm angucken, das wollen Sie mit einem Programm auswerten. Also Sie haben es in der Praxis häufig wirklich mit großen Datensätzen zu tun. Wobei 33 Megabyte jetzt nicht speziell groß ist. Sie können hiervon jetzt auch hier wirklich auf diese einzelnen Einträge zugreifen. Ich kann also das erste Element, Python fängt immer beim 0 mit Zählen an, also zum Beispiel Zugnummer hier beschaffen. Also so kann ich schon mal Informationen rausbekommen, wenn ich die nicht vorher schon hatte. Es ist natürlich die erste Frage, gehen Passagiere verloren bei dieser Zählerei? Also was die Bahn macht ist, die Bahn hängt da einen Waggon an, wo Leute ein- und aussteigen können, der präpariert ist und zählt an jeder Tür, wie viel gehen da rein und wie viel gehen raus. Ja. Gehen Leute verloren? Also wir wollen einfach mal in dieser Spalte sehen, wie viele Passagiere sind insgesamt eingestiegen. Das geht mit dieser Summ-Methode. Und naja gut, das sind jetzt 10 Millionen Leute, die da, gut, knapp 11 Millionen, die da eingestiegen sind. Hoffen wir, die sind auch alle wieder ausgestiegen. Das sind sogar mehr. So generiert man Kunden. Also die Bahn, Entschuldigung? Das sind Geburten. Das ist möglicherweise, wäre aber doch für eine, also selbst für eine Großstadt doch enorm. Wer weiß. Ich muss der halt halber sagen, ich will natürlich hier auch kein Bahnbashing sagen, die machen nur schlechte Daten, sondern das Zählen ist natürlich nicht einfach, können Sie sich vorstellen, wenn da am Hauptbahnhof alle in die S-Bahn drängen. Und die Bahn sagt hier explizit, das sind Rohdaten und die werden einfach so weitergegeben, wie sie sind. Für uns hat es den Vorteil, dass wir jetzt über ein paar Dinge stolpern werden, wo ich Ihnen illustrieren kann, wie man mit diesen Daten dann eben weiter vernünftig umgeht. Also, es werden Kunden generiert, das ist ja schon mal sehr schön. Leider ist es auch so, ich kann jetzt natürlich mal Folgendes machen, ich nehme jetzt einfach mal die ersten 19 Einträge, das werden wir nachher noch sehen, das ist ein Zug, der von die S21, die von einer Endstation bis zur anderen Endstation fährt, das sind genau diese 19 Einträge. Am Anfang sind da 0 Passagiere drin, Frage ist, wie viel sind am Ende drin und wie entwickelt sich das? Das ist eine kumulative Summe, die wir hier machen. Und Sie sehen, naja, die Passagiere werden immer mehr, aber am Ende fehlen uns 4 Passagiere. Wo die geblieben sind, weiß ich nicht. Ein bisschen schade, aber gut, 4 auf naja, gut 70 Passagiere. Naja, einen gewissen Verlust bei einem Zug muss man leben, woanders sind Passagiere dazugekommen. Gut, jetzt haben wir schon gesagt, dieser DS100-Code ist ein verkürzter Code. Den müssen wir jetzt auf den vollständigen Code verlängern, weil ich nachher noch Haltestelleninformationen dazufügen möchte. Ich möchte Ihnen nachher für eine S-Bahn sozusagen geografisch zeigen, wie ist denn die Linienführung in Hamburg. Ja. Und dazu brauchen wir den vollständigen, den vollständigen DS-Code. Ups, Entschuldigung, das sollte ich natürlich ausführen. So, und jetzt sehen Sie, jetzt ist tatsächlich hier eine Spalte dazugekommen, DS100. Ich habe einfach das A hier vorne rangefügt für die gesamte Spalte und habe sie hier in diesem Data Frame mit abgelegt. Die haben wir jetzt zur Verfügung. Das ist eigentlich schon mal ganz schön. Und dann können wir jetzt zum zweiten Datensatz gehen, dem Haltestellendatensatz. Auch der kommt natürlich aus dem Open Data Portal der Deutschen Bahn. Den gucken wir uns auch nochmal wieder an. Der funktioniert also ganz ähnlich, Strichpunkt getrennt. Wir haben hier vorne diese Abkürzungen. Hier haben wir Augsburg, M ist der Bereich München. Und wir haben hier eine geografische Länge und Breite. Ja, Länge, Breite. Allerdings auch wieder mit einem Dezimalkomma. Ansonsten noch ein paar Informationen, die uns nicht interessieren. Ist der Bahnhof im Fernverkehr oder im Regionalverkehr? Das interessiert uns eigentlich gar nicht so ganz genau. Aber wir wissen jetzt schon, wie wir einlesen müssen, bis auf das Encoding. Hier sind keine Umlaute dabei, bei diesen paar Zeilen.
Na, gucken wir mal in der Nähe, Schwabmünchen zum Beispiel hat ein Ü. Gucken wir mal, wie das Ü dargestellt wird. Und Sie sehen, das Ü ist hier jetzt wunderbar im Gegensatz zu vorhin. Das ist tatsächlich ein Datensatz im UTF-8-Format. Da brauchen wir uns also gar keine Sorgen machen, weil das einfach der Python-Standard ist. Und wir lesen einfach diese Daten ein. Und zwar beschränken wir uns, damit wir nicht unnötige Daten haben, einfach auf DS100. Den Code brauchen wir, um die Verbindung zum anderen Datensatz herzustellen. Den Namen der Station, die geografische Länge und die geografische Breite jeweils im Gleitkomma-Format mit einem Dezimalkomma sind diese Daten abgespeichert. Ja, und dann haben wir hier diesen Datensatz. Und wir sehen schon das erste Problem. Hier in diesem DS100-Format, da gibt es hier NaN. Das entspricht nicht dem DS100-Format, das heißt einfach not a number. Das ist sozusagen ein Eintrag, der quasi leer ist, wenn Sie so wollen. Ja. Das ist also ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Das heißt, oder das ignorieren wir für einen Moment mal, und zwar deswegen, wir werden später nochmal darauf zurückkommen, mein Bonn-Bad Godesberg interessiert uns jetzt nicht. Das ist weit weg von Hamburg. Hoffen mal, dass das gut geht. So, und jetzt fügen wir einfach mal zu unserem Data Frame die Stationen mit dazu. Und zwar in einer Weise, dass wir die Haltestellendaten über dieses DS100-Kürzel mit dem Data Frame, was links steht, deswegen hier left, hinzufügen. Vergessen auszuführen. Gucken wir uns mal den Datensatz an, den nenne ich jetzt DFS, Data Frame mit Stationen. Und tatsächlich haben wir jetzt hier zum Beispiel für Wohltorf, hier haben wir Wohltorf mit geografischer Länge und Breite. Das können wir dann nachher verwenden. Wir haben also jetzt diese Daten zusammengeführt. Allerdings sehen Sie jetzt auch hier schon wieder, naja, da gibt es so ein paar Stellen, da hat es nicht funktioniert. Hier steht schon wieder dieses blöde NaN, not a number. Das heißt, die Station Aumühle, da wissen wir nicht, wo die sich eigentlich befindet. Das ist blöd, weil wir wollen nachher die S21 angucken. Und Sie sehen, es ist nicht nur Aumühle, das da ein Problem hat, sondern auch Stelling, Eidelstedt. Wir haben also ein Problem. Also es gibt Datensätze, bei denen die Haltestellendaten jetzt eben nicht hinzugefügt wurden. Und die Frage ist, wo liegt das Problem? Jetzt gucken wir uns einfach mal Aumühle an. Wie sieht denn das da in den Haltestellendaten aus? Was mache ich hier? Ich suche mir aus dem Stationendatensatz die Einträge raus, wo beim Namen, Station Name, Spalte Name der Station, Aumühle drin steht. Ja, ich kann also hier zum Indizieren so eine Bedingung stellen und genau das tue ich jetzt. Und was wir hier sehen ist, Aumühle hat dummerweise zwei Bezeichner. Und die passen natürlich nicht zu dem einen Bezeichner, den wir im anderen Datensatz haben. Was müssen wir also machen? Wir wissen jetzt nicht mal, welcher der richtige ist. In unserem Fall ist AAH das Richtige. Aber es gibt auch Beispiele in dem Datensatz, da habe ich mehrere Bezeichner. Und es ist eben nicht der erste, der richtige ist, sondern der zweite. Wir können also nicht einfach hier nach dem Komma alles wegwerfen, sondern wir müssen aus einer so einer Zeile hier zwei Zeilen machen. So, und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo man über Performance nachdenken muss. Ich könnte natürlich jetzt durch jede Zeile durchgehen, könnte mir diesen Eintrag angucken, könnte den aufsplitten und könnte dann immer wieder neue Einträge dranhängen. Also den Doppeleintrag rauslöschen und dafür zwei Einträge reinschreiben. Das ist aber insbesondere für diejenigen, die vorhin sich gemeldet haben, sie kennen NumPy, die werden da schon merken, ja, das ist potenziell ein Problem, weil ich da de facto aus diesem Data Frame, was ich habe, jedes Mal ein neues Data Frame mache, weil ich was hinzufüge. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist bei 33 Megabyte vielleicht schon ein Problem. Ist kein Problem, wenn Sie einen 100 Zeilen Datensatz haben. Aber wenn Sie eben 600.000 Zeilen haben oder wenn Sie jetzt
irgendwie übermütig werden Richtung Gigabyte denken, dann wird es zum Problem. Ja, da können Sie nicht immer Zeilen anfügen, weil Sie jedes Mal einen neuen Datensatz mit einem Gigabyte erzeugen. Das wollen Sie auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, Sie müssen an der Stelle, und das ist wichtig bei Pandas, immer dran denken, nach Möglichkeit, nach Operationen suchen, die auf das gesamte Data Frame wirken. Also ja, keine, wenn es irgendwie geht, Schleifen explizit zu programmieren. Bei kleinen Datensätzen, die Sie auf Ihrem Bildschirm noch angucken können, ist das kein Problem. Bei solchen Datensätzen wird das so langsam zum Problem. Was macht man also? Wir brauchen eine Möglichkeit, auf den gesamten Datensatz zu operieren. Was machen wir hier? Ja, wir gehen folgendermaßen vor, wir entfernen erstmal die Zeilen, die so ein NAN enthalten. Denn das sind Zeilen, die nützen uns sowieso nichts, wenn es da kein DS100-Eintrag gibt. Dann zerlegen wir die Zeichenketten in der DS100-Spalte an den Kommas. Ja. Und dann schreiben wir das Ergebnis wieder in die DS100-Zeile und lassen Zeilen mit mehreren DS100-Bezeichnern explodieren. Was das bedeutet, werden Sie gleich sehen. Nämlich genau das, aber das werden Sie eben, wie gesagt, sehen. Wir erzeugen mehrere Zeilen mit jeweils nur einem DS100-Bezeichner. Also das ist eine Sache, die eben in Pandas vorgesehen ist, wenn Sie in der Spalte eine Liste von Elementen haben. Die haben wir im Moment noch nicht, die müssen wir uns erzeugen. Eine Liste von Elementen, dann kann man aus einer Zeile entsprechend viele Zeilen machen, sodass ich eben nicht mehr eine Liste habe, sondern in jeder Zeile einen dieser Einträge der Liste. Und das werden wir jetzt machen. Also, was steht hier? Als erstes verwenden wir hier diese Methode DropNA im Subset DS100, also in der Spalte DS100, sobald da irgendwo NAN steht, also keine DS100-Bezeichnung drin steht, werfen wir diesen Datensatz raus und machen diesen Datensatzstation ohne NAN und gucken uns dann speziell die Spalte DS100 an. Und in dieser Spalte splitten wir einfach diese Zeichenkette an den Kommas. Was wir damit bekommen, ist eine Liste von DS100-Bezeichnungen. Gucken wir uns das gerade mal an, für das Beispiel Hamburg-Berliner Tor als S-Bahn-Station. Hier sehen Sie jetzt, hier haben wir eine Liste, erkenntlich an den eckigen Klammern, mit sogar drei DS100-Einträgen. Ja? Und jetzt kommt das Explodieren. Explode. Und wir machen das einfach mal an der Stelle. Und Sie sehen, das ist genau das, was Explode macht. Das macht uns jetzt hier entsprechend drei Zeilen. Okay, danke. Gut, und jetzt können wir natürlich, nachdem wir unseren Datensatz jetzt so aufbereitet haben, nochmal dieses Merge versuchen, weil die Zeit läuft auch aus. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir jetzt hier mergen. Und dann gucken wir uns den Datensatz an und wir sehen, da haben wir Aumühle und Aumühle hat auch eine Länge und eine Breite. Wunderbar. Jetzt haben wir also einen Datensatz, mit dem wir was machen können. Jetzt fragen wir uns als erstes, ja, wie viele oder welche S-Bahnen gibt es überhaupt in Hamburg? In München wissen wir das wahrscheinlich, welche S-Bahnen es da gibt, aber in Hamburg wissen wir nicht so ohne weiteres. Was wir hier machen können, ist, wir können einfach die Spalte nehmen und sozusagen unique drüber laufen lassen, also alle Dubletten fliegen raus. Und dann haben wir hier schon mal die Information, es gibt eine S1, eine S2, eine S3, eine S11, eine S21, eine S31 und eine S21a. Und jetzt möchte ich für die S21 einfach mal sozusagen den geografischen Verlauf dieser Linie mir beschaffen. Wir haben ja Länge und Breite jetzt in unserem Datensatz. Also die Linienführung der S21, wir gucken uns das hier mal an. Für die ersten paar Zeilen. Sie sehen hier Doppelpunkt 4, das sind die Einträge hier 0 bis 4, die Spaltenzugnummer, Station, Kurzbezeichnung, das alles S21, derselbe Zug. Ja, wunderbar,
wir müssen ja jetzt bis zur Endstation dieses Zugs 248206 gehen. Und jetzt gucken wir mal. Na, hier von 17 bis 22, da sehen Sie hier, die 248206 kommt in der Elbgaustraße an und fährt als Zug 248233 weiter. Also die ersten 19 Einträge, die sind es. Wir könnten auf die Idee kommen, naja, wir nehmen alle Zeilen mit der Zugnummer 248206. Könnte ja funktionieren. Ja, wir wissen schon, wie wir das machen. Entweder mit dieser eckigen Klammernotation in der Bedingung oder Sie können auch hier eine Query formulieren, eine Abfrage. Und dann sehen wir aber dummerweise, dieser Zug, der fährt natürlich auch an anderen Tagen. Blöd. Uns reicht ja eine Fahrt, also diese am 10. Dezember 2016. Gut, das war vielleicht etwas schneller, aber da oben sehen wir es noch. Ich mache jetzt also was anderes. Ich sage, ich möchte die Zugnummer 248206 haben. Und zwar so, dass die Ankunftsdaten immer am 10. Dezember 2016 waren. Sie sehen, das sind genau, jetzt sehen Sie es, sind diese 19 Einträge für eine Fahrt. Was hier bemerkenswert ist, Sie können diese Python-Variable Datum hier verwenden, indem Sie ein Add davor stellen. Das ist eigentlich ganz witzig. Und jetzt haben wir hier die ganzen Längen und Breiten. Wunderbar. Das Ganze kommt in Matplotlib rein und wir können das darstellen, also Länge über Breite. Ich werde Ihnen jetzt nicht Hamburg dahinterlegen, das ist vielleicht fürs nächste Jahr, für den Linux-Infotag. Das will ich jetzt hier nicht machen, würde zu weit führen. Und hier läuft die S21 und dann springt sie irgendwo hin. Ja, Sie verstehen jetzt, was ich mit explorativer Datenanalyse meine. Jetzt müssen wir nacharbeiten. Ich weiß nicht, wie viel, Michael, gibt mir noch 4 Minuten zum Nacharbeiten. Okay. Was ist in Zeile 4 passiert? Indexzählung beginnt in Python mit 0. Wir betrachten also den Index 3. Ja, hier verwenden wir ilog, i für Index, das gibt mir den Zeilenindex. Naja, und da haben wir die Station Bergedorf. Und aus dem Haltestellensatz kam Beringstedt. Und Beringstedt, ich weiß nicht, wer es in der Gegend auskennt, liegt halt einfach irgendwo, zwar auch in Schleswig-Holstein, oder was heißt auch, Hamburg liegt nicht in Schleswig-Holstein, aber liegt in Schleswig-Holstein, also nicht so weit weg, aber das macht halt diese blöde Spitze. Das heißt, wir sind hier irgendwie nach Beringstedt gekommen und die Frage ist, warum eigentlich? Weil hier BGS war Bergedorf, wir haben das A davor gesetzt, das ist Beringstedt. Und Bergedorf ist nicht Beringstedt, klar. Gucken wir uns also diese Datensätze im Stationen-Datensatz an. Da sehen wir, da gibt es zwei DS100-Bezeichner, nämlich ABG und ABGS. Wenn wir das uns aber genauer angucken mit Beringstedt, Sie sehen, wenn Sie genau hingucken, da ist ein Blank dazwischen. Und DS100-Bezeichner dürfen Blanks enthalten. Da ist auch ein Blank, da müsste ein Blank stehen. Im Datensatz fehlt das Blank. Ein Fehler im Datensatz, müssen wir beheben. Also gehen wir her und machen uns mal eine Bedingung. Wenn DS100 gleich ABGS ist ohne Blank, falscher Datensatz, sagen wir, das ist Bergedorf. Und das erzeugt uns eine, wenn ich das hier ausführen würde, dann würde das gehen, erzeugt uns eine sogenannte Maske, die sagt uns, welche Einträge beziehen sich auf Bergedorf. Also hier sehen wir nur einen Eintrag, in Wirklichkeit gibt es hier Einträge dazwischen. Und diese Maske kann ich jetzt verwenden, um auf meinen Datensatz zu gucken. Und dort kann ich jetzt einfach das Blank mit einbauen. Und Sie sehen, jetzt haben wir hier Bergedorf, hier haben wir das Blank drin. Und wenn wir Glück haben, tut jetzt alles. Wir fügen nochmal zusammen, das Merging. Wir holen uns nochmal diese eine Zugfahrt raus und gucken uns die Linienführung an. Voilà. Also jetzt müssen Sie sich hier sozusagen Hamburg, die Karte von Hamburg dahinter vorstellen. Aber hier ist also irgendwo der Hauptbahnhof. Also dass jetzt die Bezeichner jetzt hier nicht schön positioniert sind,
Das kann man alles schöner machen, gar keine Frage. Das ist aber nicht der Punkt an der Stelle. Ich hätte eine Frage. Ja. Wissen Sie denn eigentlich, wie die nacheinander kommen? Wir haben eigentlich nur eine Tabelle, da steht drin, ich habe hier die Stationen. Aber woher weiß ich, dass Stationen Aumühle, Nachtstationen? Guter Punkt. Streng genommen, also tatsächlich, wenn Sie sich die Daten angucken, sehen Sie, dass die sukzessive sind, aber Sie haben recht, wir haben ja schon Fehler gefunden in dem Datensatz. Wir müssten oder könnten im Prinzip validieren, dass die Ankunfts- und die Abfahrtszeiten hintereinander kommen. Ist ein guter Punkt, weil die Zeit läuft mir zwar davon, aber das ist eine Frage, die genau zu Ihrem Kommentar passt. Kann es passieren, dass eine S-Bahn vor ihrer Ankunft an der Station schon abgefahren ist? Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Aber also die sind tatsächlich im Prinzip sortiert, um Ihre Frage wirklich zu beantworten. Hier gucken wir uns einfach die Differenz an in Sekunden. Wir wollen nämlich wissen, wie lange hält denn so eine S-Bahn typischerweise. Nur dummerweise ist es so, die hält auch mal minus 573 Sekunden. Was ist da schon wieder los? Naja, gucken wir uns mal an, wo die Haltedauer überall kleiner als 0 ist. Gott sei Dank nur an einer Stelle. Hier in Stelling gab es irgendeinen Zeitsprung, ich weiß nicht. Wie auch immer. Gut, das ist halt ein Problem. Was machen wir da? Naja, wir wissen, so falsche Einträge, da schreiben wir einfach not a number rein. Okay, dann ist der weg. Also immer dann, wenn Haltedauer kleiner 0 ist, setzen wir die Haltedauer auf not a number. Na, das, genau. Nee, halt, das hätte ich ausführen sollen. Und dann sehen wir, da gibt es genau einen Eintrag, das ist dieser Eintrag Stelling, den wir gerade schon gesehen hatten. So, und jetzt gucken wir uns die Verteilung der Haltedauern an. Ja, da gibt, und zwar mit Value Counts können Sie sich einfach so eine Art Histogramm angucken. Können also zunächst mal gucken, was sind die typische Haltedauer. Also 19.000 Mal hält so eine S-Bahn 47 Sekunden. 48 Sekunden. Es gibt welche, die halten dann auch nur 26 Sekunden. Und das können wir uns jetzt einfach mal angucken. Und da sehen Sie, naja, da gibt es also offenbar S-Bahnen, die halten so typisch Größenordnung 30 Sekunden. Und welche, die halten so 50 Sekunden oder sowas in der Größenordnung, gibt es komische Ausreißer hier. Ob die echt sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Auch so können Sie jetzt aus diesen Daten versuchen, was rauszulesen. Frage, hält eine S-Bahn am Hauptbahnhof länger? Können Sie sofort beantworten. Wir gucken, was haben wir für S-Bahn-Stationen. Ja, die heißt tatsächlich Hauptbahnhof, wo steht sie? Sie sehen es wahrscheinlich aus der Ferne viel besser als ich von hier vorne. Hier steht Hauptbahnhof, das ist der richtige Name. Wir besorgen uns die Daten zum Hauptbahnhof. Das sind jetzt also nur Daten am Hauptbahnhof. Und Sie sehen, am Hauptbahnhof halten die S-Bahnen typischerweise doch eher 60 Sekunden. Nicht überraschend. Vielleicht, ich bin jetzt wahrscheinlich schon fast über der Zeit. Ganz kurz, man kann Haltedauern oder überhaupt Einträge auch in Kategorien einteilen. Ich mache das jetzt sehr schnell. Da sage ich also, da lege ich jetzt so Grenzen für Kategorien fest, 0 Sekunden, 15, 35, 55 und so weiter. Und dann kann ich einfach meinen Datensatz in, Sie sehen hier diese Bereiche einteilen, das sind sogenannte Kategorien. Und die kann ich sogar dann benennen, wenn ich das will. Dann sehen Sie hier Haltedauer, lang, kurz, 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 mittel und so weiter. Und die sind sogar sortiert. Ja, also ich kann dann sogar vergleichen. Ja, also Haltedauer beim 0. Eintrag ist kleiner als beim 1. Eintrag, war nicht der Fall und so weiter. Gut, die Zahl der Ein- und Aussteige im Laufe des Tages spare ich mir jetzt, weil ich schon über der Zeit bin. Aber Sie haben ja gesehen, das kann passieren. Man kann abfahren, bevor man ankommt und so. Man kann auch nach der Deadline offenbar aufhören. Aber das ist dann eine Sache, die können Sie vielleicht selber noch ausprobieren oder laden sich einfach das Notebook runter von GitHub. Befindet sich auch in den Informationen zum
im Programm habe ich das bei dem Punkt zu diesem Vortrag eingetragen. Laden Sie sich das Notebook mal runter, probieren Sie mal selber aus, wie sich die Verteilung unterscheidet für eine Endstation von der Verteilung zum Beispiel am Hauptbahnhof Einsteiger im Lauf des Tages. Gut, und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Viel Spaß heute beim Linux-Infotag.